Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Ja, es gab ja die Pause, wie ich es ja im Infovideo gesagt hatte. Ja, in dem wisst ihr ja, was alle so passiert ist. Und ja, das ist die erste Folge seitdem wieder. Ich wollte ja eigentlich am Samstag eine noch hochladen, aber erstens, es war zu spät, fand ich. Und zweitens, es hat nicht mehr so ganz geklappt mit dem Aufnehmen. Ich hatte was aufgenommen und irgendwie, das hat, ja. Also ich sag mal so, die Hälfte des Bildschirms war schwarz. Und ja. Ich hoffe, diese Aufnahme hier, die ich jetzt mache, die klappt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, starten wir einfach, ne? Ja, wie ihr seht, diese Panzer, die ich da ausgewählt habe, den Tiger H1, den Waffenträger und Tiger E, die habe ich dafür ausgewählt. Mal eine ganz normale Runde mit den Deutschen, dachte ich mir, Rang 3. Ja, den Waffenträger bin ich momentan noch am Modifizieren. Und ist eigentlich gar nicht so schlecht. Geschwindigkeit ist gut, ein bisschen langsam, aber das ist, ja. Ist ja auch ein Panzer, der weiter hinten stehen sollte und dann schießen sollte. Ja. Naja, und dann würde ich sagen, starten wir die erste Runde. So. Ja, als erstes spawnen wir dann mal mit diesem Gefährt. Ist besser, da noch keine Flugzeuge kommen. Ne? In den Ardennen sind wir. Ja. Er streckt erstmal das Rohr richtig in die Luft. Ist ja auch eigentlich ein Artilleriepanzer, also den kann man dafür verwenden, ne? Ja. Ansonsten kein guter Schutz. Ist aber auch offensichtlich, wenn man sowas sieht. Ne, besonders gegen Flugzeuge. Ansonsten, ja, das Geschütz ist halt mega gut. Aber der Rückstoß ist mega krass. Der Panzer, wenn man in dieser Ansicht ist, dann wutsch, ballert das einmal so hoch. Ja, ich habe Pin-Ups drauf, wie man jetzt mal sieht. Ein deutsches Pin-Up. Das ist mal bei. Das gab es beim ersten Operation Summer Event und die deutsche Nationalflagge. Oh, ich sehe gerade, das klebt ein bisschen da drüber. Naja, machst du nichts. Passt schon. So. Damit haben wir auch mal Punkt A erreicht. Ja, ist halt so, ich bin nicht der Schnellste. Aber jetzt müssten wir doch schon was sehen können. Ich fahre lieber da vorne in die Straße rechts rein. Okay, wenn ich das auf der Karte sehe, Gegner sind gut verteilt. Schon ganz schön nah. Vielleicht kommt er gleich hier aus dieser Straße raus. Doch nicht, er macht den. Weißt du, der ist zu schnell, den kriege ich so nicht. Aber so kriege ich den. Weil er einfach durchprescht. Tja, man fährt auch nicht so einfach vor. Das ist bei dieser Map mein Fehler, den mache ich sehr oft. Ja, da kommt aber noch einer. Ja, möglicherweise kommt er hier. Da steht aber schon ganz. Ah, da ganz weit hinten steht einer, habe ich eben auf der Karte gesehen. Kannst mal dein Rohr ein bisschen anheben. Oder auch nicht. Ah, er wurde gemacht, sehr gut. Ein Panzer 4-70 war es. Auch gut. Und dann gucken wir mal, was sich hier versteckt, weil es sind ganz schön viele rechts, wie man da auf der Karte sieht. Tja.
Eigentlich stehe ich jetzt falsch herum. Oh. Okay, der kam jetzt vorgeprescht. Das habe ich nicht gesehen so schnell. Das war jetzt ärgerlich. Ich hätte andersrum stehen sollen und dass mein hinteres Stück ein bisschen rausguckt und dann drauf feuern sollen. Das wäre besser gewesen, als wie ich es gerade gemacht habe. Naja. So, ja, jetzt mit dem Tiger. 1942 war er gut im Einsatz. Er war generell gut im Einsatz. Ja gut. Schwerer Panzer. Stark gepanzert. Naja, kommt drauf an, gegen was, ne? Er hält auf jeden Fall mehr aus als andere deutsche Panzer. Schnell ist er. Passend für die Blitzkrieg-Taktik. Ja. So wie es sein sollte, ne? Na okay. Es war klar, dass das passiert, aber was willst du da machen, ne? Na, da segelt mein Flieger runter und der vom Gegner. Nein. Auch wenn ich den nicht erschossen habe. Immerhin habe ich dafür gesorgt, dass er keine Raketen zünden konnte. Es war ja schließlich der Flieger, der Raketen dabei hatte. Okay. Da war ich ein bisschen hastig und der IS-2 ist hier generell. Der macht Aua. Zum Glück hat er auf die falsche Seite geschossen. Und warum ist der Fahrer gewechselt worden? Das finde ich nicht gut. Mann! Ach Scheiße. Oh, der hat mit... Ach. AP-Granaten schießt der erstmal auf meinen Panzer. Wir rücken jetzt aber ganz schön vor, das habe ich gar nicht gern. Okay, und die letzte Runde, die ich aufgenommen hatte, die natürlich nicht ging, da hatte ich 9 Kills. Davon waren 2 Flieger-Kills. Das ist dann richtig ärgerlich, sowas dann, ne? Ich versuch's mal. Schade. Hätte ja klappen können. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Und da ist einzeln auf der Karte einer von uns und ein Mann-Armee da vorne. Jetzt werden mir die ganzen Feinde angezeigt von meinen Kollegen. Ist immerhin gut. Ich habe nämlich bei den Deutschen sehr stark die Funkkommunikation gelevelt. Das bringt es dann natürlich richtig. Fucking Flieger. Es war lag, dass der in Brand geraten ist durch meinen Schuss. Ah, schade, der hat den gemacht. Na, dann gehe ich mal ins Flugzeug. Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Mal gucken, vielleicht hilft das ja. Ah, ne Do, die muss schnell weg. Natürlich gehen alle Jäger auf mich. Lol. Okay. Da hinten ist er. Ich bin am Überlegen, ob ich mal drauf schieße mit dem großen Geschütz. Der Feind siegt.
nicht so geklappt. Müsste weit genug wegstehen. Ja, perfekt. Es ist jetzt schlecht, dass ich das Geschütz nicht so weit runter kriege. Nee, das ist Selbstmord. Guckt euch das mal an, da. Stehen fünf Leute und ich bin im Nachteil, weil ich über einen Berg rüberfahren muss, bevor ich, also über einen Hügel meine ich natürlich, bevor ich schießen könnte. Oh, er hat mich getroffen. Also er hat auch geschossen. Immerhin, wir haben uns gegenseitig abgeschossen. Auch gut. Aber dass er durch so einen Winkel dann doch noch durchkam, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich meine, ich stand ja schon recht schräg dazu. Wie sieht's denn in der Statistik aus? Ja, ich bin trotzdem vierter Platz. Das Team ist jetzt generell nicht so gut, finde ich. Ja, vier Kills. Okay, zwei Leute, die in einem Team sind. Ja. Bei uns auch, aber die sind beide schon raus. Das liebe ich doch immer. Ja. Da ist es zu Ende. Oh, ich meine, alle Modifikationen erforscht. Gleiskette. Zack. Ich erforsche, denke ich. Also der Panzer ist hier nicht so schnell. Erforsche ich weiter irgendwas, was den Panzer schneller macht. Ja, das könnte ich machen. Filter. Oder Richtantrieb. Ist auch wichtig, weil der Panzer ist sehr langsam, was das Drehen angeht. Aber ich mache Filter. Filter ist besser. Ja. Den Jagdpanzer, also den ersten Nachkriegspanzer bin ich am Erforschen. Oder habe ich nicht schon einen? Ich überlege gerade. Aber eigentlich, das müsste der erste sein, den ich bei den Deutschen dann erforsche. Ja. Ansonsten habe ich noch keinen. Weil, ansonsten, den Panther 2, da wusste ich nicht. Auf mal hatte ich den, komischerweise. Ich weiß nicht. Ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Da hatte ich einen richtigen Brain Lag. Also, ne? Ich weiß nicht, was da los war. Auf jeden Fall hatte ich den dann. Ich war überglücklich, konnte ihn zwar nicht kaufen, weil ich nicht genug Money hatte. Weil hier sieht man. Oh, ja, doch, drücken war schlecht. 154.000. Ich habe ordentlich was ausgegeben für die Besatzung. Beziehungsweise für die Besatzungen. Für alle möglichen hier. Bei den Deutschen am meisten. Wenn man das sich so anguckt, da seht ihr das. Ja. Ich habe ordentlich da was gemacht, ne? Also. Hier zum Beispiel könnte ich dann auch Artillerie einen kompletten machen. Und die ist halt bei allen sehr gut gelevelt. Sagen wir es mal so, ne? Ja. Und auch hier, deswegen. Hier ist das meiste dann draufgegangen an Money, ne? Hier an so Sachen. Sowas hier, Ostwind. Bei Silverlines kostet der dann auch so viel oder noch mehr, 360 oder so. Und ey, das ist dann schon ganz schön teuer, deswegen. Sowas lasse ich dann immer gerne bleiben. Solche mache ich dann schon eher jetzt momentan, weil 1000, da ist ja nix. Die hast du ja in einer Runde drin und so. 22.000 geht auch noch, aber ja, okay, bei momentanen Stand ist das sehr schlecht. Ne? Ja. Wenn euch diese erste Folge, also seit langem, kam, ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst ein Däumchen noch nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von War Thunder wieder. Ach ja. Was ich noch sagen wollte, ich weiß noch nicht, was so alles kommen wird. Ja,
Minecraft wird ja jetzt erstmal pausiert, weil Julian ist ja nicht fit. Hatte ich auch im Infovideo gesagt. Ich weiß noch nicht. Also bis jetzt steht nur War Thunder fest. Was kommt? Groß, ne? Ja. Dann würde ich sagen.